Hallöchen und herzlich willkommen bei Instant Gamers und am Mikrofon ist der Elvidia bei dem Spiel Minecraft und das Video trägt den Titel Infocraft, denke ich doch mal, denn ich benutze oder wir benutzen Minecraft seit neuestem, war eben mal so eine kurze Idee, ja, Thermi weiß noch nichts davon, aber als, ja, Infovideos da. Ich bin ja erstmal kurz die Welt. Die nehmen wir einfach mal. Das wird die Infowelt. So. Alles in Ordnung. Und Welt erstellen. Überleben machen wir mal. Ja. Hier werde ich einfach mal. Also nur kurz mal ein bisschen rumspielen. Kurz mal ein bisschen Info erzählen zu unserem Kanal. Und wir trinken, wir trinken, wir trinken. Huch. Es hakt. Tja, das sieht verdammt schick aus. Das ist Minecraft 1.7.2 mit Forge installiert und dem Seos Shader 10.01 oder so. Das DOF Pack, also Ultra DOF oder so. Frag mich jetzt nicht, wie das genau heißt. Naja, auf jeden Fall fangen wir an mit Info Numero 1. Und zwar, dass wir Minecraft als Infovideo benutzen. Nein, Spaß. Das war's nicht. Und zwar Update zu Titanfall. Genau. Wir wissen noch nicht, wann Titanfall direkt rauskommen wird vom Itami. Der hat noch einige kleine Problemchen mit dem Umzug, mit dem Rendern und was nicht alles. Er hat noch kein Mikrofon, deswegen muss er sich mal meins leihen. Pipapo und erzähl mir nicht. Und deswegen dauert das noch ein wenig, bis wir endlich Let's Play Titanfall sehen können. Von der Xbox One aus. Ja, leider. Das ist ein bisschen traurig und dieses Holz leuchtet so ganz merkwürdig. Das ist ein bisschen gruselig, aber es liegt wohl am Shader-Mod. Und das sieht auch total krass, extrem cool, geil aus. Sagt man noch geil heutzutage? Obwohl ich noch nicht mal so alt bin, ich bin 19. Auf jeden Fall Info Nummer 2. Eigentlich könnte ich auch so... Was ist das denn? Was ist das denn? Verdammt, was ist das denn? Warum ist das so klein? Was ist das? Stirb! Er verletzt mich. Was zum Teufel? Ich habe das noch nie gesehen. Sind die neu oder? Stirbt er auch mal? Hallo? Was ist das bitte? Der stirbt auch nicht. Doch, jetzt ist er tot. Was war das? Ein Baby-Zombie. Aber... Warum? Gruselig. Erstmal verrottetes Fleisch. Nee. Ein Schwein vernaschen. Aber dafür bräuchte ich mir erstmal lieber eine Waffe. So. Ich war jetzt stehen geblieben bei Info Nummer 2. Jetzt muss ich mich erstmal kurz ein bisschen beruhigen. Das war ein bisschen erschreckend, muss man sagen. Ja. Eine Spitzhacke brauchen wir erstmal, um ein bisschen Stein abzubauen. Okay, Info Nummer 2. Ich wollte sagen, ich sollte am besten mal hier so ein, wie nennt man das, einfach so eine Einbildung mal reinmachen. So, bäm, Info Nummer 2. So einen kleinen Cut, das wäre ganz cool. Ich sollte meine Idee nicht mal im Infocraft-Video zeigen. Ja, wie auch immer, Info Nummer 2... Es wird bald ein neues Let's Play Together geben oder sogar zwei neue Let's Play Together. Und zwar einmal mit zwei oder einem Kollegen aus dem Let's Play Together Cube World.
dem Ariakos und wahrscheinlich noch dem Extimos, wenn der anfängt, mal sich zu melden. Melde dich! Schönen Gruß an euch. Da bin ich schon voll gespannt drauf, denn das wird ein älteres Spiel. Ein altes Spiel, um das mal so zu sagen. Aber das macht total mega Laune, ist auch total durchgeknallt. Aber ich habe selber noch nicht viel Ahnung von dem Spiel. Da hat der Ariakos mich da so quasi mit reingezogen. Und ich habe dann gesagt, hey, komm, lass das mal als Let's Play machen. Das wird bestimmt witzig. Und ja, das andere Let's Play Together wird dann wahrscheinlich mit Freunden bzw. Arbeitskollegen von mir sein. Um das mal so zu sagen. Plus 5 Angriffsschaden. Na Mensch, jetzt habe ich gar keinen Stick mehr. Und das wird dann wahrscheinlich sogar ein Let's Play Together Minecraft. Vielleicht, das ist noch gar nicht so klar, ob ich das überhaupt mit aufnehmen werde. Denn wir haben uns einen Server geholt für 3 Monate und wollen da mal schauen, ob wir nicht ein Let's Play Together draus machen. Aber es wird dann einfach nur so nicht viel mit Anmoderation sein. Es ist ganz schön... Mist. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Das wird einfach nur so mittendrin passieren. So einfach mal irgendwie unterhalten. Ja, ja, hier, da und da. Und selbst das Schwein da reinfällt? Nee. Schade. Und, naja. Mal schauen, wie ich das machen werde oder ob ich das machen werde. Oh, erschreckt mich nicht. Für euch wird der Ingame-Sound wahrscheinlich etwas leise sein, da mir das extrem auf den Ohren gebrannt hat eben. Aber es ist sowieso nicht wichtig, da die Infos wichtig sind. Ganz genau. Denn Minecraft wird ja nicht lange gespielt pro Video. Denn da werden nur kurz die Infos genannt und dann ist auch schon wieder vorbei. Verdammt, hier ist ja überall dieses Dungeon oder... Ne, ja, Dungeon nicht. Spinne, Spinne. Kommt sie raus? Ich will es auch gar nicht. Ich will es auch gar nicht rausfordern. So, habe ich eine Info Nummer 3? Muss ich mal kurz überlegen. Ach ja, stimmt. Zu meiner Stimme. Ja, die ist wunderschön. Ich weiß, danke. Nein, weg mit dem Eingebildetsein. Das klingt manchmal so, wenn ich zocke, wenn ich irgendwelche Aufnahmen mache, wenn ich spiele, um das mal so auszudrücken, etwas erwachsener hervorgehoben, dass ich mich irgendwie total langweilen würde. Es ist mir selber aufgefallen, da ich mich irgendwie selber wirklich im Spiel verliere und irgendwie fange ich dann an, gelangweilt zu sprechen oder es klingt einfach nur gelangweilt, aber ich habe total mega Laune aufzunehmen. Ich habe nicht... irgendwie keine Lust und will einfach irgendwie Geld verdienen oder so, das passiert sowieso noch nicht. Wenn überhaupt noch nicht so früh oder wenn überhaupt, vielleicht 10 Cent, wenn es hochkommt, auf 10 Jahre. Nein, Spaß, darüber wollen wir gar nicht reden. Aber ich gebe mir jetzt Mühe, mehr im Geschehen dabei zu sein mit der Stimme und mehr zu sagen, hey, ja, voll krass und boah, guck dir das an und bam, boom, peng und so. Das wird dann wahrscheinlich hoffentlich bei den nächsten Videos so sein. Denn ich will nicht so gelangweilt rüberkommen, sonst guckt es ja keiner und dann kann ich es ja auch keinem anbieten. Weil es irgendwie auch total selber einen auch langweilt. Ich erzähle schon wieder zu viel. Lauf doch. Ach, ich kann gar nicht laufen, weil ich mega Hunger habe. Dann baue ich mir erstmal einen Ofen. Toll. Muss ich nach da hinten wieder schleichen. Ich finde auch so krass, diese Shader. Nur die Wolken sind noch normal. Hm, ich dachte, die Wolken würden auch verändert werden. Komisch. Naja, wie auch immer, der Seed, siehst du, ich wollte den Seed dann noch ändern. Naja, wie auch immer. Stimmt hier so. Huch. Und ja, habe ich noch eine Info? Lasst mich mal kurz überlegen, während ich hier auf dem brennenden Ofen stehe, was auch gar nicht warm ist. Ne, schauen wir ein bisschen rum. Wow! Ja. So viel zum Thema.
Info, irgendwas, Video und total überleben und voll cool. Ne? Ja, ich würde sagen, das war's dann wieder mit den Infos erstmal. Und wir sehen uns dann im nächsten Infocraft-Video wieder. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.